Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Viva 3 Flussland. Bin jetzt gerade mehr oder weniger neben dieser, bei dieser Folge nochmal nebenbei am Testen, ob das jetzt, also woran das jetzt gelegen hat, dass das Spiel immer so irgendwie abgeschmiert ist. Heute kümmern wir uns mal wieder ein bisschen mehr Ausbau oder Streckenumänderung und so weiter und so fort. Und zwar machen wir die Linie, die jetzt gerade von... Oh, das macht natürlich... jetzt gerade wenig Sinn. Wir müssen dann die ganze Strecke nochmal umändern. Also wird es dann von Sigrön einmal hier rüber gehen, nach Sigrön und wieder zurück. Wobei, wir können es prinzipiell erstmal so lassen und dann eventuell hier in Stein... Was war das nochmal? Steinwänden, dann da hier den Turnaround-Punkt erstmal setzen für die lange Strecke. Machen wir das einfach mal, wo. Genau, setzen wir erstmal hier wieder an. Und ziehen die Strecke dann mal hier rüber. Mit, was machen wir in der nächsten Folge mit dem? Jetzt ein Pipapo. Mit der Güterzuglinie. Wie gesagt, Autoslide habe ich jetzt doch wieder hochgestellt auf Klo. Bin ich jetzt blöd? Warum müssen jetzt beides das... Oh. Wieso kann ich mich nicht mehr bauen? Was ist denn das? Ich klicke links, ich klicke rechts. Oh je. Hä? Okay, ich habe nichts verändert, aber es funktioniert jetzt. Hä? Ich bin verwirrt. Aber absolut maßlos verwirrt. Sowas von absolut maßlos verwirrt. Aber gut, dass es wieder funktioniert. Dann können wir das Ding ja mal weiterziehen. Ich habe das Gefühl, es ist noch ein bisschen zu früh wieder reingegangen. Verbindung. Und jetzt wird es wieder interessant. Wir brauchen hier dann dementsprechend noch ein zweites Gleis. Perfekt. Wir gehen einfach auch durch die Felder durch, weil... Gut, dazu nutzen wir hier eh nicht. Nix, mehr oder weniger. Das sollte alles so passen. Oh Gott. Und das Spiel schmeckt ab, geil. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das Problem ist. Doch, das Spiel spielt auch nicht ab, okay. Ziehen wir das Ganze nochmal hier hin.
Das ist die Frage. Legen wir. Ich würde sagen, ja, ne? Wir legen das einfach hier hin an. Wir legen das hier an. Dann wechseln wir hier das Gleis. Wir müssen nochmal überlegen, ob wir das vielleicht wirklich komplett zweispurig machen. Bin ich mir noch unsicher, wie wir das machen, wie wir es anstellen. Zweispurig auf jeden Fall. Wir werden das sowieso in der Zukunft noch anpassen, so wie das andere, so wie wir jetzt, wie wir es jetzt ja auch gerade machen, von daher ist es auch erstmal relevant. So, da war das Segment natürlich. Reißen wir mal den Abstand hier einfach mal ab. Und das dann gleich wieder ran. Wunderbar. Warum auch immer, dass es ein anderer Tunnel ist, aber dann natürlich immer, dass es ein älterer Tunnelbau ist. So muss man dann natürlich auch was. Macht natürlich schon Sinn, wenn man das jetzt komplett auf zweispurig packt, ne? Auch die andere Strecke. Ich bin verwirrt. Die Brücke werden wir sowieso wahrscheinlich nochmal anpassen. Ich bin mir jetzt gerade echt unschlüssig, wie wir es machen. Dann machen wir einen Loop daraus. Und wenn wir hier den Zug, der kommt ja hier hin, dann da lang schicken. Wir können daraus, aus dieser einen Strecke können wir einen Loop machen und aus der anderen so ein Hin und Her. Den auch in dieselbe Richtung fahren, dann passt das sogar. Machen wir das einfach. Wenn wir schon mal gerade die Idee haben, welche Linie ist denn das jetzt überhaupt? Die hier ist das. Noch
bis nach Niederwörresbach. Von Sigrön müssten wir nach Niederwörresbach. Nennen wir es einfach mal Sigrön. Nach Sigrön. Wir entfernen einfach mal alle Stationen. Der Zug dürfte hier noch dort sein. Jetzt nehmen wir hier Sigrön auf. Gleis 1 müsste passen. Ja, Gleis 1 passt. Die 2 dürfte das, glaube ich, auch sein. Ja, 2 passt. Da fahren wir durch, da halten wir nicht. Dann halten wir dort auf der rechten Seite, ja. So, das passt. Dann haben wir hier schon mal einen Loop. Und dann könnten wir vorerst, wir könnten prinzipiell im Endeffekt dann nochmal einen Gegenloop machen, wenn man es mal so betrachtet. So. Dann setzen wir jetzt hier für den Gegenzug quasi die eine Strecke und gehen nochmal hier rüber, dass man dort halten kann. Und dann machen wir eine neue Linie, die wir dann nochmal umbenennen müssen. Künsküstro. So, jetzt war nur eine kleine Passage. Niederwörresbach und nach Sigrön quasi, Künsküstro Sigrön ist das dann diese Linie, die geht dann wieder zurück nach Niederwörresbach. Hoppala, das wollte ich jetzt nicht. Linie 3 ist das. Überprüft man das Ganze nochmal. Ja, das passt. Habe ich es auch noch nicht gespeichert gehabt, oder bin ich jetzt blöd? Niederwörresbach, beides mal auf A1. Okay, das ist natürlich verkehrt, das muss auf A2. So, dann läuft das auch hier so vernünftig weiter und dann sollte das eigentlich auch schon gewesen sein, was das betrifft. Künsküstro Sigrön. Bin ich jetzt einfach nur blöd? Nee, ne, die andere Linie existiert noch. Ja, das geht alles so in einer Runde, das passt. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir das mit der anderen Linie hier machen. Die ja schon mehr oder weniger fährt, die muss sich ja drehen. Kommt die jetzt auch hier noch rüber?
Jetzt ist die Frage, gut, das ist eigentlich irrelevant, weil die sowieso dahin kommt. Sprich, wir können sie einfach drehen. Das Ganze dann laufen lassen. Ach, mein Autosave verschätzt sich. Und dann können wir der anderen Linie. Die fährt ja im Loop, die kommt dann hier raus. Lass mich nochmal gucken. Wir bräuchten dann hier vorne nochmal ein Signal. Wegen der anderen Linie brauchen wir nochmal hier ein Signal. Dürfte jetzt ungefähr passen, abgesehen davon, dass es da ein bisschen nervig ist, aber das ist ja, glaube ich, so ein muss man das so, dass ich dann ein bisschen besser aus. Ja, der anderen Linie fügen wir dann nochmal einen Zug zu. Wobei, da können wir auch schon zwei Züge nehmen. Dann würde ich schon fast sagen, gehen wir auf den, geh auf den Pendelzug. Ja, würde ich schon fast sagen. So. Oh, passt ja. Ich dachte, ich müsste den jetzt noch da hinzufügen. Aber nee. Das ist ja doch ein kleinerer, ne? 99 passen da rein. Gut, das ist kleiner, ne? Das ist ja schon. Groß. Da würde ich sagen, noch einen zweiten und dann passt das. Und weisen wir diese Linie zu. Ne, Moment, wie ist denn das jetzt? Ganz kurz, Rosi Grün war das. Und dann müssen wir uns nochmal um die andere Linie hier kümmern. Das ist halt die Frage. Das war, gehen wir wahrscheinlich auf die BR-103, würde ich fast sagen. Zumindest für den Abschnitt, wo sie jetzt nicht eingebremst wird. BR-103. Würde ich sagen, nehmen wir die Einheitswagen 4, ne? Das sieht doch ganz schnieke aus. 160 Meter ist der Maximum. Dann ist das. Die Frage ist, wie viel sind das jetzt? Verdammt. Wie viel passen da jetzt rein? 22 sind es. 1, 2, 3, 4, 5. 22. Boah. 110 passen da rein. Und am besten machen wir dann noch zwei drauf. Und kaufen dann nochmal. Ups, das wollte ich nicht. Nochmal genau dasselbe Exemplar, was wir gerade eben gebaut haben, bauen wir jetzt nochmal. Zehn passen und weisen wir dem auch die Linie Siegrün zu. Dann hätten wir das auch.
Und dann schauen wir uns mal an, wie sich das alles hier so rausfährt. Und dann machen wir beim nächsten Mal mal eine Mitfahrt mit dem. Mit der einen Linie, da ich wahrscheinlich mit der Holzlinie. Passen wir die vielleicht vorher noch mal ein bisschen mit dem Wald an und dann machen wir eine Mitfahrt. Hat auch was, ne? Muss man halt schon sagen. Wollte von euch zwei haben, habe ich jetzt mit. Ich habe mir zwei geholt, ja. Ich habe es wieder vergessen. Perfekt, fährst du auf andere Seite zu. Das ist doch schon mal super. Oh Gott, Autosave. Und jetzt funktioniert es mit dem Autosave wieder. Ich verstehe es nicht. Also scheinbar lag es ja wirklich jetzt daran. Also wie gesagt, scheinbar. Ich möchte es nicht jinxen. Also nicht noch mehr jinxen, besser gesagt. Schauen wir uns nochmal die beiden Züge an, wie sie vorbeifahren und dann... scheinbar Vorrang gerade. Ist aber auch schon nice, muss man schon sagen, ne? So wie jetzt steht einfach nur so mitten auf dem Weg, weil da gerade der Güterzug war. Ich hoffe, das liegt am Güterzug und ich habe. Das liegt an irgendeinem Signal. Ja, an zu wenig Signalen, aber. Aber ja, muss da ein bisschen Sicherheitsabstand sein, ne? So, da hinten warten jetzt noch zwei Züge. Wahrscheinlich fährt erstmal der Güterzug, genau, der Güterzug fährt erstmal und danach kommt dann die... Der zusätzliche Zug für diese grün-grün Linie. Aber es hat schon noch mit den langen Güterzügen. Wobei die ist ja eigentlich noch prinzipiell kurz. Ich wollte eigentlich auf 40 gehen, aber machen wir in Zukunft irgendwann. Vermutlich aber, ich weiß nicht. Eventuell machen wir es auch in Transportfieber, aber wird es wahrscheinlich auf alle Fälle in Transportfieber 2. Das sollen wir lange Güterzüge auch nehmen. Das ist doch schon was. Und mit diesem schönen Hintern. Verabschiede ich mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.